Gut, wir haben den zweiten Track heute. Es steht auch schon am Beamer, Anycast, All the Things. Nachdem wir also sehr viel Theorie über IPv6 gehört haben, geht es mal ein bisschen mehr in die Praxis jetzt rein, auch mit IPv6. Und präsentiert wird uns das alles von Max oder auch bekannt unter dem Namen Barbarossa. Der ist Netzwerker und ist außerdem Open Source Hacker. Ist ein Debian-Fanboy. Ob das was Gutes oder Schlechtes ist, glaube ich, sollten wir bewerten nach dem Talk. Und er arbeitet tagsüber als Senior Infrastructure Architect an der Uni Paderborn. Und nachts macht er halt den Freifunk Hochstift, kümmert sich dort um die Infrastruktur. Und wenn er dann noch Zeit hat, was ich fast nicht glauben möchte, dann kann man ihn auch noch mieten. So, Max, deine Bühne. Dankeschön. Jetzt geht es wirklich mal ein bisschen in die Praxis, nämlich es soll gehen um Anycast. Das haben wahrscheinlich viele noch nicht im Detail gehört. Hier geht es um Load Balancing und Redundanz im eigenen Netz. Also sprich, wie kann ich vielleicht mit unkonventionellen Mitteln Dienste im eigenen Datacenter redundant anbieten. Das heißt, wir gucken uns gleich mal an, was gibt es so für Strategien, wie machen oder was habe ich in meiner Toolbox, wie lösen das andere, wie setze ich Anycast auf, und das werden wir nachher noch in der Realität basteln mit dem Zeug, was ich da gerade auf die Wasserkisten gestellt habe. Wer ich bin, hat Stefan gerade schon gesagt. Also gucken wir uns mal Konzepte an. Warum wollen wir überhaupt Load Balancing haben? Cool wäre ja, wenn unsere Dienste, also zum Beispiel YouTube oder irgendwelche anderen Katzenvideoplattformen, immer verfügbar sind, damit, wenn ich gerade meine Zeit verbrennen möchte, ich mir Katzenvideos angucken kann. Das heißt, der Dienst soll da sein. Und um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, gerade Streamingdienste brauchen viel Bandbreite. Das heißt, da habe ich irgendwann auch ein Skalierungsthema. Ich muss meine ganzen User irgendwie glücklich machen, die vielleicht meinen Dienst regulär nutzen oder wenn ich irgendwelche Lastspitzen habe, was weiß ich, Weihnachtsshopping, man denke zum Beispiel irgendwie an Amazon oder Ähnliches, wenn ich mal irgendwelche Spitzen habe und vorher vielleicht absehen kann, dass das passiert, weil ich als meine Firma irgendwelche Webshops anbiete und irgendwelche Sales oder sowas habe, das heißt, und meine Dienste entsprechend skalieren muss. Was kann mir alles passieren? Hardware geht kaputt, haben wir alle schon gemerkt. Software-Bugs, ich mache ein Update, sei es jetzt die Linux-Distribution, sei es der Webserver, der DNS-Server, was auch immer, installiere eine neue Version, bumm, Feuer. Ich habe als Admin mal einen schlechten Tag, greife irgendwo daneben. Wäre schön, wenn der eine Server, den ich gerade kaputt gemacht hat, dann vielleicht keine Requests von Usern mehr kriegt, damit der User nicht mitkriegt, dass ich einen schlechten Tag hatte, sonst hat der auch einen schlechten Tag und das ist meistens nicht gut. Oder ich weiß, ich muss irgendwas tun, ein Update einspielen, Software-Update machen, also umkonfigurieren und möchte einen von mehreren Servern aus dem Betrieb nehmen, damit für die Zeit der Maintenance keine User-Requests da landen. Das sind ja alles mal so Dinge, die im echten Leben passieren, leider. Also haben wir so die zwei Hauptziele, um die es hier gehen wird. Verfügbarkeit, zusehen, dass ein Dienst oder ein Backend mindestens läuft. Was das M da soll, weiß ich nicht, das war das mit den Fettfingern. Skalierbarkeit, wir sollten irgendwie zusehen, dass wir genug Kapazität haben, um die Anfragen unserer User abzufrühstücken. Und das am besten so, dass der User das alles gar nicht mitkriegt, denn der interessiert nicht, wie unsere Infrastruktur aufgebaut ist, der will eigentlich nur, dass das geht, dass er eine gute User Experience hat. Wenn er auf YouTube klickt und nach Katzenvideos sucht, dann sollen die einfach da sein und funktionieren. Wie machen wir das? Eine alte klassische Methode könnte sein DNS Round Robin. Sieht man bei vielen größeren Providern. Wenn ich abfrage, ich glaube, Yahoo hat das lange gemacht, wenn ich gucke, welche Einträge kriege ich für www.yahoo.de oder facebook.com, google.com, kriege ich meistens mehrere IP-Adressen zurück. Das heißt, mein Browser wird eine Verbindung aufmachen zu irgendeiner von den IPs. Die kommen beim DNS in einer zufälligen Reihenfolge, in einer zufälligen Sortierung. Das heißt, dadurch habe ich so ein bisschen was wie Lastverteilung. Das kann ich aber, wenn ich keine Magie mit DNS mache, überhaupt nicht steuern. Das heißt, ich habe sehr wenig Chancen, da irgendwas dran zu tun. Nächster Punkt, Load Balancing mit irgendwelchen Appliances. Das werden wahrscheinlich schon eher viele Menschen hier machen. Oder Anycast. Oder ich kann da Dinge zusammenbauen. Gerade schon erwähnt, DNS Round Robin. Ich habe zum Beispiel hier meine drei schwarzen Boxen. Das sind jetzt jeweils die IPs, die sie haben. Wenn ich jetzt einen DNS-Eintrag mache, bei dem ich alle drei zurückkriege, sucht sich mein Browser einen davon aus, greift darauf zu und kriegt optimalerweise eine Webseite angezeigt. Das könnt ihr übrigens ausprobieren. Hier im Raum gibt es auch ein eigenes WLAN, den Frostcore Network Track. Da kommt ihr einfach so rein, da könnt ihr mit den ganzen Sachen, die hier gezeigt werden, gleich ein bisschen spielen. Was kann das?
Das ist total einfach aufzusetzen, das kann jeder. Hat aber, wie man sieht, eine etwas längere Liste von Nachteilen. Wenn eine von den IPs nicht erreichbar ist, weil ich zum Beispiel so eine APU da ausschalte oder das Netzwerkkabel wackelt, dann sieht ein Teil meiner Benutzer das. Und ich habe relativ schlechte Chancen, da was dran zu ändern. Ich kann das zwar aus dem DNS austragen, aber bis das dann propagiert ist durch diverse Caches und mit Laufzeiten, bis das beim Benutzer ankommt, dass diese IP nicht mehr benutzt werden soll, vergehen im Zweifel Stunden bis Tage. Auch wenn ich das versucht habe, anders zu konfigurieren, es gibt dann irgendwelche anderen DNS-Server, die sich nicht daran halten, wie ich das gerne hätte. Das dauert. Damit habe ich für Maintenance ein Problem, es sei denn, ich möchte, kann das Wochen vorher absehen und kann für Wochen dann auch eine Kiste aus Betrieb nehmen. Das ist eher nicht so schön. Wie sieht das bei unseren zwei Kriterien aus? Skalieren tut das relativ einfach. Ich trage einfach mehr Geräte im DNS ein. Und sobald sich das durchpropagiert hat, werden die Zugriffe darauf verteilt. Das kann dauern, das heißt, ich bin nicht schnell handlungsfähig. Verfügbarkeit, ob der gerade vorgetragenen Nachteile, könnte das ein Problem werden. Alternative 2, ich gebe irgendeinem der üblich verdächtigen Hersteller, F5, Camp oder anderen, viel Geld, kaufe mir irgendwelche gelben, schwarzen oder sonst wie gefärbten Appliances, schraube die in meine Netzwerkschränke, schließe das an mein Netzwerk an und klicke mir darauf eine Konfiguration zusammen. Das heißt, der Service terminiert aus User-Sicht jetzt auf einer eigenen Appliance, zum Beispiel irgendeinem Load Balancer. Der guckt, welche Backends habe ich denn, welche leben. Der fängt dann schon mal an, sich zu überlegen, welche von den Kisten leben, indem er sie aktiv fragt, sei es mit einem Ping-Check oder sei es, indem er versucht, die Webseite abzurufen von dem Backend-Gerät, wenn wir über Webserver reden. Und verteilt nach irgendeinem Algorithmus die Anfragen darauf. Das könnte auch eine Linux-Kiste mit einem ganz normalen Apache oder Nginx-Webserver sein, der als Reverse-Proxy konfiguriert ist. Das Ding könnte NATen, das könnte TCP-Proxy-Verbindungen nach hinten aufmachen, da gibt es viele Möglichkeiten. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Das kann, wenn ich jetzt eine klassische IT-Struktur habe in der Firma, die Netzwerker kümmern sich um Netzwerk und Load Balancing, die Serverleute kümmern sich um die Webserver dahinter, kann das aus Sicht der Webserverleute total spannend sein, weil es die Komplexität des Load Balancing versteckt. Das ist ein bisschen zu kurz gedacht, aber könnte man als Pro-Argument erstmal sehen. Ich kann, wenn ich Glück habe, gerade bei den Appliances so ein Point-and-Click-Management haben, ich klicke mir meine Dienste da drin zusammen, das ist nicht ganz State-of-the-Art, später gibt es ja noch was zu Automation. Vielleicht hat das Ding auch eine API. Vorteil daran, ich kann pro Request oder pro Verbindung balancen, wo was hingehen soll. Zum Beispiel für Debugging ist das ganz spannend. Alle Anfragen für eine bestimmte URL oder alle Anfragen von einem bestimmten Client schicke ich auf den einen Debug-Server und sonst kriegt der nichts. Das heißt, wenn ich da das Log-Level hochdrehe, sehe ich in dem Server-Log von dieser einen Maschine, was denn jetzt passiert und warum es vielleicht knallt. Das erlaubt mir so ein Setup. Ich hatte schon gesagt, ich trage sehr viel Geld zu irgendwelchen Herstellern. Die wollen meistens, dass man das auch weiter tut und dass man das nicht woanders hinträgt. Das heißt, mit solchen Lösungen kann ich mir leicht ein Vendor-Login einfangen. Der Load Balancer kann auch relativ schnell zum Bottleneck werden, weil aller Traffic da durch muss. Das heißt, alle meine Verbindungen in Summe müssen durch einen diese Kiste durch. Heute mit 10 Gigabit und mehr in Rechenzentren ist das nicht mehr so dramatisch, je nachdem, über welche Dienste wir jetzt reden, wenn wir nicht gerade Google oder Facebook sind. Aber irgendwann habe ich da vielleicht auch ein Skalierungsproblem. Wenn ich viele dieser Sonderlocken baue, also der dahin, der dahin, der dahin, dann habe ich relativ schnell eine hohe Komplexität in der Konfiguration. Das heißt, da kann ich mir auch ein Eigentor schießen, indem ich versuche, zu clever zu sein. Und je nachdem, wie das Balancing funktioniert, ob TCP-Proxy, ob Layer 7 oder was das Protokoll unterstützt, bei einem Webzugriff kann ich ja zum Beispiel den Header setzen, das heißt, der Proxy-Server könnte einen Header setzen, von wo kam die Anfrage eigentlich wirklich, damit mein Webserver das noch mitkriegt und die IP des Anfragenden sieht. Kann aber auch sein, dass die verloren geht. Unsere zwei Messlatten wieder. Wie mache ich das verfügbar? Stellen wir dann Cluster hin oder stellen einfach mehrere Load-Balancer hin, entweder inactive-active oder einer ist aktiv, einer ist passiv und wartet, dass der andere umfällt oder ich bewusst schwenke. Ich stelle da mehrere Backends hin, dann habe ich zumindest da schon mal eine Redundanz geschaffen und am Ende des Tages sollte irgendwas noch verfügbar sein. Skalierbarkeit, ich kann einfach hinten mehr Backends hinstellen, bis ich das Bottleneck des Load Balancers habe
Und vielleicht kann ich dann noch mehr Geld zum Hersteller tragen, wenn der Load Balancer zu klein ist und mir den nächstgrößeren kaufen. Meistens bieten die das ja an. Option Nummer 2. Oder Option Nummer 3. Ich gucke mir mal dieses Anycast an. Was ist das denn? Ich habe einfach nur eine ganze Menge Server. Ich würde unter 3 nicht anfangen. Einer ist kaputt, einen möchte ich warten und einer lebt noch. Das sind 3 eine ganz gute Zahl. Die haben ganz normal erstmal ein Netzwerk in meinem Rechenzentrum, wie ich das immer machen würde. Zum Beispiel hier in einem /28-Netz, wo die jeweils eine IP drin haben. Das sind die schwarzen Nummern oben dran. Und zusätzlich gebe ich den Dingern auf einem virtuellen Interface, also sowas wie Loopback quasi, einfach ein internes virtuelles Interface, allen 3 Kisten oder allen Kisten, die ich habe, dieselbe IP, unter der nachher der Service erreichbar sein soll. Also das, die lila geschriebene IP ist die Service-IP, über die wir verfügbar machen wollen. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch. 3 Kisten im selben Netz, die dieselbe IP haben. Das ist aber voller Absicht. Und es ist quasi nicht im selben Netz. Das ist ja ein virtuelles Interface, das heißt, diese IP ist nicht auf der Netzwerkkarte gebunden und damit habe ich erstmal keinen IP-Konflikt. Aber noch ist die auch nicht erreichbar, das heißt, ich muss mir Gedanken über Routing machen. Das heißt, der Router da vorne, das runde Ding oben im Bild, muss irgendwie wissen, dass es über 3 Wege, nämlich über die 21, die 22 und die 23, zu meiner lila IP kommen kann. Das heißt, der Router muss mitspielen, dem muss ich das irgendwie sagen. Das ist der Moment, wo Firmenadmins sich vielleicht überlegen, oh, da muss ich ja mit meinen Netzwerkern reden, das wird kompliziert. Meistens sind die aber auch ganz nett. Das heißt, die Backend-Systeme terminieren hier wieder den Client, die Client-Anfrage direkt, da ist nichts mehr dazwischen. Das heißt, ich sehe auch, wo es herkam und habe die Probleme mit den verloren gegangenen IPs zum Beispiel nicht mehr. Vorteil? Das skaliert horizontal. Ich stelle einfach weitere Boxen daneben, packe die in das Setup und habe pro Box die volle Kapazität dieser Box hinzugewonnen. Einfacher wird es nicht. Wenn man die Angst davor verloren hat, ist das auch relativ einfach aufzusetzen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert. Oh, ich muss mit Routing spielen. Ich habe irgendwie mehrere IP-Adressen. Wie geht denn das? Gucken wir uns gleich noch live an. Einziger Nachteil: Ich habe keine Chance, irgendwie zu steuern, welche Verbindung wo landet. Das entscheidet der Router und dem kann ich relativ wenig dazu sagen, wie er das tun soll. Das heißt, mein Router hier, die Cisco-Kiste, die da liegt, kennt 3 Wege zu dieser IP und sucht sich einen davon aus. Üblicherweise ist das, wird das mit einem Hashing berechnet von Source-IP, Destination-IP, vielleicht Source-Port, Destination-Port, je nachdem, wie das Ding das tut. Das heißt, es ist konsistent. Eine Verbindung geht immer zum selben Backend, solange sich nichts an der Konfiguration ändert. Aber ich habe keine Chance, das zu beeinflussen. Wenn ich will, dass ein bestimmter Client auf ein bestimmtes Backend kommt, bin ich hier verloren. Das funktioniert nicht. Wie mache ich das verfügbar? Ich stelle mehrere Kisten hin. Einfacher wird es nicht. Wie skaliere ich das? Ich stelle noch mehr Kisten hin. Und habe vielleicht noch 1, 2 über, dass, wenn was ausfällt, noch genug da sind. Und ich muss zusehen, genug Netzwerkbandbreite zu haben. Ich habe an der Stelle jetzt nicht wirklich ein Bottleneck. Das einzige Bottleneck, was ich haben könnte, wäre mein Router. Das habe ich aber in jedem Fall. Da komme ich nicht dran vorbei. Wie setze ich sowas auf? Oder was muss ich mir da noch, beachten? Ich sollte mindestens 2 Service Nodes haben, also auf denen mein Dienst läuft. Wie gesagt, eher 3. Ich brauche eigene IPs, die in keinem regulären Netzwerk konfiguriert sind. Wir hatten ja gesehen, gehen nochmal zurück. Ich habe hier einmal das 16/28er Netz und die lila IP unten ist nicht Teil dieses Bereiches. Das würde nicht gut funktionieren. Das heißt, ich muss ein eigenes Prefix haben, was nicht als klassisches Netzwerk irgendwo konfiguriert ist. Ansonsten kriege ich Routing-Probleme. Mein Router sollte ECMP unterstützen. Was ist das? Equal Cost Multipath Routing. Das heißt, der Router muss damit klarkommen, dass es mehrere Wege zum selben Ziel gibt, die alle gleich teuer sind, damit eben das vorgetragene Balancing funktioniert, damit er das tut. Vielleicht muss ich ihm sagen, dass er das machen soll, aber selbst diese alte Kiste von 2004 kann das. Das sollte euer Equipment also auch können. Ich werde irgendein dynamisches Routing-Protokoll brauchen, oder es wäre sinnvoll, eins zu nehmen. Ich kann das auch statisch konfigurieren, das ist dann aber blöd zu maintainen. Das heißt, ich möchte irgendeine Form von dynamischem Routing-Protokoll haben. Und es wäre gut, einen Mechanismus zu haben, um festzustellen, ob mein Dienst läuft.
damit er sich selber aus dem Pool nehmen kann oder wieder hinzufügen kann, wenn Wartungsarbeiten, wenn irgendwas abstürzt, wenn irgendwas kaputt geht. Das Routing-Protokoll. Klassischerweise hat man ja in Internetnetzen meistens irgendwas wie OSPF oder vielleicht ISIS laufen. Das kennen wahrscheinlich noch viele. Wenn ich das eh habe, könnte ich das ja nutzen. Kann man technisch tun. Es hat allerdings einen Nachteil. Bei den Dingern kann ich nicht wirklich filtern, wer welche Routen in das Netz pustet. Das heißt, eure Netzwerker, gerade wenn ihr in Departments in der Firma denkt, werden wahrscheinlich keins dieser Protokolle mit euch Serverjungs sprechen wollen, weil sie wahrscheinlich Angst haben, huch, dann announcen die mir irgendwelche komischen IPs ins Netz und dann steuern die ja, wo Traffic hinläuft und das will ich vielleicht gar nicht und ich kann es nicht kontrollieren. Alternative, BGP. Das ist dafür gebaut, dass man filtern kann und das kann ich auch ganz klassisch im eigenen Datacenter benutzen. Das kommt eigentlich eher aus dem großen, weiten Internet zur Kopplung zwischen Netzwerken, aber spricht überhaupt nichts dagegen, das im eigenen Datacenter auch aufzusetzen. Heutige Router können das alle, weil man das mittlerweile genau so macht. Hat man vielleicht nicht so viel Know-how im Haus, aber so kompliziert ist das auch nicht. Und ich habe gehört, da gab es auch schon Vorträge dazu, wie das funktioniert und wie man das konfiguriert. Okay, Routing-Protokoll nehmen wir BGP. Das scheint eine ganz gute Idee zu sein. Jetzt braucht man noch irgendwas, was feststellt, ob unser Service läuft. Und das muss jede Kiste selber machen, bitte. Denn die Kiste muss nachher entscheiden, möchte ich Teil des Pools werden oder lieber gerade nicht, weil ich fühle mich gerade nicht so gut. Aber irgendwelche Checks haben wir ja eh schon. Es ist ja ein Dienst, der produktiv laufen soll, also wird er ja wohl im Monitoring sein, hoffe ich. Das heißt, da müsste ich mir eigentlich klauen können, wie ich diesen Dienst checke. Das Problem müsstet ihr eigentlich schon mal gelöst haben. Das heißt, im Zweifelsfall ist das ein Isinger-Check oder sowas, Check HTTP, Check DNS, Check was auch immer und der sagt nachher Daumen hoch oder Daumen runter. Das heißt, das kann ich mir wahrscheinlich daraus ziehen, die Idee, wie ich sowas verifiziere, installiere das auf jeder Kiste nochmal, also nicht das komplette Isinger, ich brauche wirklich nur den Check, der sagt Daumen hoch oder Daumen runter und kann den übernehmen. Wie setzen wir das auf? Das machen wir jetzt anhand dieses Beispiels. Die drei schwarzen Kisten da sind die ganze Zeit aufgemalten Systeme. Das ist nichts anderes als ein kleines Debian Linux. Da ist, glaube ich, ein Stretch noch drauf. Da läuft ein Nginx drauf, der hat eine statische Webseite. Das ist jetzt der Dienst, den wir unbedingt load-balancen müssen. Der ist auch schon da. Also wenn ihr auf diese IPs zugreift, wird er euch eine Testseite zeigen und sagen, welche Kiste welcher ist. Das heißt, jede Kiste schickt mit raus, wer sie ist, SRV 0, 1, 2 oder 3. Und wir wollen gleich mal eine IP aufsetzen, unter der sie alle antworten oder einer davon. Und das ist schon einfach konfiguriert. Der Router ist schon entsprechend konfiguriert und spricht auch schon BGP mit den Kisten oder versucht es. Sie sprechen es leider noch nicht mit ihm. Da müssen wir uns jetzt gleich drum kümmern. Die Router-Config können wir uns nachher auch noch angucken, wenn noch ein bisschen Zeit dafür ist. Also was müssen wir tun? So viel ist es gar nicht. Wir müssen irgendwie eine virtuelle IP da drauf kriegen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir if-up-down 2 haben. Das macht das von der Syntax her ein bisschen einfacher. Mit klassischem if-up-down wären das nur ein, zwei Zeilen mehr. Ich müsste mir zu Fuß halt noch dieses Interface anlegen. Ich gehe jetzt erstmal die Schritte hier durch und dann machen wir das einmal live. Das heißt, ich muss zusehen, dass diese IP da ist. Das ist jetzt kein allzu großer Akt. Das wäre bei anderen Distributionen vielleicht ein bisschen anders zu konfigurieren, aber das wisst ihr im Zweifel besser, wie ihr euer System bedient. Wenn ich das habe, muss dann Bird drauf. Also der Bird Internet Routing Daemon, sprich ein Stück Software, was dann mit unserem Router BGP sprechen soll. Der soll dem Router dann sagen, hallo, die IP, die du hier auf diesem Anycast Service Interface hast, die ist über mich bitte erreichbar. Wenn du da Anfragen für hast, schick mal her. Dem Bird müssen wir sagen, was seine Router-ID ist. Für BGP brauche ich eine eindeutige Router-ID. Das ist ein 32-Bit-Wert. Dann nimmt man klassischerweise die V4-IP eines Systems. Dann muss ich dem Bird irgendwie sagen, lern doch mal, welche IP-Adressen auf diesem Interface konfiguriert sind. Das heißt, guck einfach mal selber nach. Da ist so ein Interface, da sind IPs drauf vielleicht. Lies die mal ein, lern die mal. Dann tut er das. Und dann muss ich ihm noch sagen, so und jetzt redest du bitte mit dem Router und sagst ihm das. Ihr habt gesehen, das ist nicht viel Konfiguration.
Und deswegen machen wir das jetzt gerade mal zusammen live. Ich gerade mal umschalten, dass ihr seht, was ich hier tue. So, jetzt habe ich eine Root Shell auf diesen drei Kisten. Ich habe ein bisschen gecheatet. Die ETC Network Interfaces ist schon da. Das heißt, die IP-Adresse ist schon konfiguriert. Ja. Ich soll das größer machen, höre ich. Gut. Größer geht es leider nicht. Ja, sollen wir das Licht vorne ausmachen? Ist das dann besser zu erkennen für die hinteren Reihen? Alle glücklich? Also, was habe ich hier gemacht? Es gibt hier dieses Anycast SRV-Interface. Das ist ein Dummy-Interface. Also, unter Linux mache ich, wenn ich das zu Fuß mache, einen Modprobe-Dummy. Dann habe ich erstmal das Kernel-Modul geladen, dass ich mir Dummy-Interface anlegen kann. Und das Ding legt jetzt eins an, das heißt Anycast SRV. Da sind zwei IP-Adressen drauf. Wir haben im Talk vorher gelernt, das soll auch per IPv6 funktionieren. Das habe ich vorher eben nur aufgesetzt. Deswegen wird das gleich, also per V6 ist das schon erreichbar. Wir bauen das jetzt für V4 zusammen. Damit ist diese IP da. Und irgendwas ist hier gerade kaputt. Hilfe. So, das machen wir nicht kaputt. Einmal zum Beweisen, das Interface ist da und die IP ist schon mal konfiguriert. Das war der einfache Teil. Das kriegt ihr bei eurer Distribution auch alle hin. Jetzt nehmen wir uns den Bird vor. Der hat eine Config, wie sie aus der Tüte fällt. Die passen wir jetzt einmal an. Ich hatte gesagt, hier muss eine Router-ID hin. Könnt ihr auch die Kommentare lesen. Das heißt, da tragen wir die ganz normale IP des Systems ein. Max, ja. Ist das der 1.6 oder der 2.0er, den er darüber nutzt? Das ist ein Bird 1.6. Das geht mit 2.0 genauso, der konfiguriert sich nur ein bisschen anders. Es funktioniert mit Bird 2.0, konfiguriert sich gänzlich anders, gut. Dass dieser Bird mit unserer Kernel-Routing-Tabelle redet, ist hierfür komplett unnötig. Das muss er gar nicht. Das heißt, das kann er wegschmeißen. Bisher haben wir ihm gesagt, hey, du hast diese Router-ID. Die ist erstmal nichts wert. Noch macht er ja nichts. Protokoll-Device guckt sich an, welche Interfaces sind da. Sind die up, sind die down? Das hilft uns auch noch nicht. Jetzt soll er lernen. Dafür gibt es das Protokoll-Direct. Anycast-SRV. Das kriegt den Namen Anycast-SRV. Und soll bitte vom Interface, das genauso heißt, die IP lernen. Das machen wir gerade mal live, konfigurieren ihn einmal neu. Sehen jetzt, es gibt dieses Protokoll und sehen, hey, der hat schon eine Route gelernt, die einfach auf dem Interface drauf war. Das war einfach. Die ist aber noch nicht erreichbar. Also wenn ich jetzt aus dem WLAN versuche, da hinzukommen, sollte sie zumindest nicht. Geht das nicht? Und der Router sagt mir, nee, ich drehe mich hier im Kreis, das wird nichts. Ich lasse das mal laufen. Das heißt, jetzt möchten wir
mit unserem Datacenter-Router sprechen. Das Protokoll nennen wir mal so, wie der Datacenter-Router heißt. Und das soll vom Typ BGP sein. Wir wollen von dem nichts lernen. Und wir wollen dem sagen, wir wollen dem die Netze schicken, die unsere Service-IP hat oder haben. Eigentlich nur das eine. Wie gesagt, BGP bringt Filtern von Hause aus mit. Das heißt, ich muss das quasi tun, damit die schwarzen Kisten dem Router sagen, oder was sie dem Router sagen sollen, legen wir gerade fest. Und zwar nur diese eine IP. Selbst wenn sie mehr müssten, mehr sollen sie gar nicht sagen. BGP denkt in ASen. Ich habe hier die AS-Nummer, die Autonomous System Nummer 39225. Was das genau ist, da möchte ich auf den BGP-Talk von letztem Jahr verweisen. Da wird das in Detail erklärt, eine Stunde lang. Und wir möchten reden mit unserem Router. Der hatte, glaube ich, die 17 und ist im selben autonomen System. Das ist jetzt nicht viel Config, konnte ich gerade aus dem Kopf live da reintippen. Jetzt machen wir das mal an. Konfigurieren das Ding wieder. Und auf einmal taucht hier ein Protokoll mehr auf. Und wir sehen, da ist gerade was angegangen. Und auf einmal steht da auch nicht mehr Active dran, sondern Established. Das heißt, der Zustand der BGP-Session hat sich gerade auf das geändert, was wir am liebsten lesen wollen, nämlich Established. Hey, wir haben uns gefunden, wir tauschen Informationen aus. Was tauschen die aus? Was exportiere ich an unseren Datacenter-Router? Na, genau diese IP. Das heißt, ich weiß gerade gar nicht, welche dieser Kisten ich pinge. Kriege ich auch nicht raus. Wenn ich jetzt in den Browser gehe und das da mal einklimpere, ne, lande ich auf SFV01. Wenn ihr das tut, steht da 1, 2 oder 3, je nachdem, was für eine IP-Adresse ihr habt. Ich sehe eine 3, scheint zu funktionieren. Das ist immer dieselbe. Genau, das ist sticky. Der Router scheint das zu machen aufgrund nur von IP-Adressen, also meiner und dem Ziel, das heißt diese 2, und bildet darüber einen Hash und bildet das auf 1, 2 oder 3 ab. Genau, das heißt, es wäre gut, wenn der Router konsistentes Hashing macht, damit das eben sticky ist. Was wir jetzt mal tun können, aktuell ist das 1, hoppala, wo sind denn meine Shells? Da. Jetzt machen wir den Einer mal aus. Also der announced seine IP-Adresse jetzt nicht mehr. BGP ist down. Jetzt gehe ich nochmal in den Browser. Auf einmal bin ich auf 2. Das heißt, aus User-Sicht hat sich nichts geändert. Der Dienst ist immer noch da. Er kommt nur von einem anderen Server. Einen habe ich gerade einfach so ausgemacht. Jetzt mache ich den wieder an. Warten wir mal, bis das wieder established ist. Hier dürfte man auch sehen, dass es keinen Ping-Verlust gab. Das scrollte hier munter weiter. Und ich lande wieder auf 1. Weil 3 Kisten wieder da sind. Das war jetzt gar nicht so kompliziert, ne? Was mache ich denn jetzt, wenn der Webserver kaputt geht? Wenn ich jetzt mal Ferkel bin. Ups. Das ist der Moment, wo ich etwas brauche, was mir überprüft, ob mein Dienst funktioniert. Dafür haben die netten Menschen von Booking was gebaut. Also den Teil haben wir jetzt gemacht. All das haben wir gerade getan. Jetzt brauchen wir einen Health Check. Da gibt es jetzt ein Tool, das nennt sich, oh Wunder, Anycast Health Checker. Das ist eine Python Library, respektive einen Python Daemon. Das kommt meines Wissens von Booking selbst, also booking.com, die machen das auch. Dem kann ich sagen, hey, guck mal, da ist so ein Interface, darauf lauscht, da sind Anycast IPs konfiguriert. Und check doch bitte mal so ein paar Dienste. Das ist die globale Konfiguration, das heißt, ich sage dem Ding, auf dem Interface guckst du bitte nach, wenn das Interface weg ist oder wenn das Interface disabled ist, dann withdrawn wir bitte die IPs da drauf und dann schreibst du mir bitte eine BERT-Konfiguration. Hoppala, was wird das denn? Die Idee ist,
dass mir das Teil einen Bird-Config-Schnipsel baut mit einer Liste von IPs, die verfügbar sind. Das kann ich dann nachher in meiner Bird-Konfiguration einbauen. Aber eins nach dem anderen. Was hier noch ein bisschen komisch aussieht, da unten stehen Dummy-IP-Prefixes. Das sind irgendwelche IPs, am besten welche, die ich nie benutzen werde. Der Hintergrund ist schlicht und ergreifend, dass ich in Bird keine leere Liste definieren kann. Das heißt, in einer Liste muss immer ein Element drin sein, also brauche ich irgendeinen Dummy, was er da reinschreibt, wenn alle meine Service-IP kaputt sind. Das ist nur ein Workaround darüber, dass Bird an der Stelle ein doofes Config-Format hat. Dann lassen wir einfach mal den Default und er wird gleich diese Config-Dateien schreiben. Zufällig ist das Paket schon installiert. Das heißt, das Ding konfigurieren wir jetzt mal. Weil ich faul bin, machen wir das so. Das ist der globale Teil. Ich mag die Default-Namen nicht so ganz, deswegen tauschen wir das hier mal aus. Das war unclever. Wenn man Cluster SSH hat, sollte man es auch benutzen. So. Optimalerweise sind es jetzt alle drei gleich. Oh ja, danke. Oh. Hä? Warum? Normalerweise macht man das ja per Config-Management. Das ist SetMouse. Oh nein, ja, das ist SetMouse in Vim, genau. Aber normal macht man das ja per Config-Management und nicht manuell, deswegen ist das ja echt gar kein Problem. Sind sie jetzt alle gleich? Ich glaube ja, ne? Das heißt, jetzt haben wir die globale Config einmal heile gemacht, haben ihm gesagt, hey, guck mal, Anycast Service Interface ist das, was uns interessiert, da guckst du dir mal bitte an, welche IPs da drauf sind. Kriegst gleich noch Checks definiert und schreibst bitte in die angegebenen Konfigurationsdateien dann nachher eine Liste, die du Anycast Prefixes nennst. Wie das aussieht, gucken wir uns gleich an. Was jetzt noch fehlt ist, wie heißt denn der Dienst und wie checken wir den? Das ist ein INI-Style-Format. Also das ist jetzt wirklich geferkelt mit Ansage. Normalerweise, wenn ich das tun würde, oh, da gibt es sogar noch eine. Narf. Warum? Dann. Okay, jetzt wird's echt spannend. So, das ist jetzt der billige Check mit WGET, lebt hier ein Webserver. Wenn ich das wirklich bauen würde, hätte ich mir Check HTTP aus den Isinga Suites genommen, um dann sinnvollen Check zusammengenagelt oder irgendeinen Check, den ihr habt in eurem Monitoring. Den habt ihr ja hoffentlich eh, ob es eurem Dienst gut geht. Für den Moment tut es hier ein WGET, was mir sagt, ja, da kommt was oder nee, da kommt nichts. Das heißt, was hier definiert wird bei Check-Command, ist irgendetwas, was ausführbar ist und was bei einem Exit-Code 0 sagt, ja, ist gut, und bei allen anderen, nee. Das heißt, der Anycast Health-Checker checkt einmal pro Sekunde oder alle 2 Sekunden, weiß gerade nicht, wie er konfiguriert ist, geht es dem lokalen Dienst gut. An der Stelle aufpassen, wenn ich hier die Anycast-IP eintrage, lande ich doch lokal, so wie es konfiguriert ist. Aber es ist wichtig, dass ich sicherstelle, dass mein lokales System geprüft wird. Denn ich muss für mich selbst entscheiden, bin ich gerade gesund oder brauche ich eher eine AU für den Moment.
So, damit haben wir das jetzt auch konfiguriert. Nee, das war nicht gut. Egal, die Reihenfolge ist nicht schön, aber es funktioniert. Config Management. Dann starten wir den einmal durch. Na komm. Mault nicht, scheint ganz gut zu sein. Jetzt hatten wir gesehen, dass uns das Ding Bird-Konfigurationen schreibt. Die lagen unter var lib anycast health checker prefixes v4. Oh Wunder, die unterscheiden sich. Auf Node 2 und Node 3 habe ich da unsere anycast IP drinstehen, auf Node 1 nicht. Da ist ja auch der Webserver aus. Das heißt, hier habe ich jetzt eine Liste an IP-Adressen, die dieses System gerade rausgeben dürfte als Service-IPs. Netterweise in einer Konfigurationssyntax vor den Routing-Daemon, für den ich mich entschieden habe. Oh Wunder. Das heißt, das möchten wir jetzt da einbinden in die Bird-Konfiguration. Also, das ist ja gerade das, was mir wehtut. Wenn diese IP da ist, gib sie raus. Da ist sie immer, sie ist auf dem Interface konfiguriert, da kann wenig dran kaputt gehen. Was ich hier haben möchte, ist, lebt mein Dienst, dann announce das bitte. Das heißt, wir ändern diese eine Zeile. Anycast prefixes und inkludieren vorher einfach die Datei, die geschrieben wird, alle paar Sekunden. Minimale Änderung. Großer Erfolg. Konfigurieren unseren Bird neu und gucken uns mal an, welche Routen schicken wir gerade unserem Router. Die heilen Systeme exportieren noch was, das kaputte System exportiert nichts mehr. Und auf einmal ist das auch nicht mehr kaputt. Damit haben wir jetzt mit relativ wenig Config-Aufwand, ich habe es gerade live zusammengestöpselt, einen redundanten Webserver gebaut mit 3 Nodes. Geht der Webserver kaputt, wird das System automatisch aus dem Load Balancing rausgenommen oder nimmt sich selbst raus. Fahre ich das System runter, schaltet der Bird die BGP-Session zum Router ab, das heißt, mein Router kriegt auch mit, dass der nicht mehr da ist. Kann also nicht mehr viel schief gehen. Wenn ich Maintenance machen möchte, schalte ich einfach das BGP aus, dann ist das System auch aus dem Load Balancing raus und alles ist fein. Das war's eigentlich. Das heißt, wir haben jetzt in vermutlich einer halben Stunde mal eben Anycast für 3 Webserver aufgesetzt. Was macht die Angst? Genau, das war der Teil, den ich gerade zu Fuß gemacht habe. Wir mussten diese eine Zeile noch anpassen. Und wenn ein Webserver ausgeht, ist er einfach nicht mehr erreichbar, weil er aus der Provisionierung raus ist. Was kann man damit noch machen? Ich kann das kombinieren. Ich könnte zum Beispiel meine Load Balancer, sei es Appliances oder seien es Linux-Kisten, auf denen einfach ein HA-Proxy läuft, anycasten. Das machen wir zum Beispiel in der Uni. Wir haben ganz normale Dell-Serverchen, weil es da einen Rahmenvertrag vom Land NRW gibt. Kriegen wir ganz günstig. Da ist nichts anderes drauf als ein normales Debian Linux. Da ist ein HA-Proxy von der Stange drauf. Ich glaube noch 1.6, 1.8, weiß gerade nicht, wo wir da sind. Und der balanced so Dinge wie die Webseite der Uni auf die dahinterliegenden Backends. Oder Mailsysteme oder Exchange oder SharePoint oder. Da haben wir 2 von. Die sind per Anycast redundant. Das heißt, wenn einer umfällt, wackelt es vielleicht einmal kurz, weil die Verbindungen schwenken auf den zweiten. Aber wirklich merken tut das keiner. Das meiste sind Webverbindungen. Wenn die mal kurz weg sind, dann drückt der User entweder auf F5 im Worst Case oder er merkt es nicht mal, weil der Browser es nochmal neu versucht. Sollten diese 2 Kisten mit jeweils 20 Gig Netzwerk und irgendwie aktuellen Standard-CPUs nicht mehr ausreichen, stelle ich eine dritte daneben, also die Load Balancer. Reicht meine Backends nicht aus, stelle ich mehr Backends hinten dran dahinter. Und kann damit relativ einfach skalieren. Und habe durch die Lösung sogar erreicht,
dass ich wieder den Stunt machen kann, dass bestimmte Verbindungen oder Zugriffe von Admin-Nodes zum Beispiel über den HA-Proxy dann immer auf einem bestimmten Backend landen oder keine Sorry-Page sehen, wenn der Dienst kaputt ist oder ähnliches. Das heißt, wenn ich das zusammenstöpsle, kann ich sehr gut skalieren und behalte noch ziemlich viel Flexibilität. Das ist übrigens genau das, wie eine Google oder Facebook arbeiten. Im Zweifel sogar mit diesem Software-Stack. Also bei Facebook bin ich mir relativ sicher, mal einen Vortrag gehört zu haben, dass die HA-Proxy aktiv benutzen. Die haben vielleicht ein bisschen mehr Hardware da stehen als wir, aber die grobe Idee ist dieselbe. Das heißt, bin dann nachher bei so einem Bildchen. Wie kriege ich das noch größer? Mehr Hardware. Ich kann das trivial in die Breite skalieren. Das ist das Schöne bei Anycast, indem ich einfach mehrere Wege zum selben Ziel habe. Wenn ich das Ganze jetzt nochmal global denke, könnte ich ja sogar mein Netzwerk in Düsseldorf, in Frankfurt, in New York, in Singapur, in wo auch immer announcen, in das globale Internet. Und je nachdem, wo ich gerade auf diesem Planeten bin, habe ich jeweils einen kürzesten Weg zu meinem Servicenetz. Dann greift nämlich das klassische Hot-Potato-Routing. Es wird immer der kürzeste Weg zu einem Ziel ausgesucht. Und wenn es dasselbe Netz an mehreren Stellen gibt, nehme ich halt das topologisch jeweils näheste. Das ist eigentlich die ganze Idee hinter dem Konzept. Und damit habe ich auf einmal einen Global Scale erreicht. Weiß nicht, für wen das hier von Relevanz ist, aber vielleicht gibt es ja größere Service Provider im Raum, weil ihr das dann wahrscheinlich schon nutzen würdet. Das ist der Trick, wie eine Cloudflare oder eine Facebook funktioniert. Oder Google oder Azure oder you name it. Da oben drauf kann ich dann übrigens noch DNS Round Robin legen. Also mehrere IP-Adressen aus mehreren Anycast-Bereichen ins DNS eintragen und darüber über meine diversen Anycast-Cluster noch verteilen. Damit habe ich alle drei Mechanismen zusammen. Wenn ich das noch mit ein bisschen Intelligenz versehe, was zum Beispiel die ganzen CDNs machen, also Cloudflare, Akamai etc., dann kann ich auch noch steuern, wo meine User herkommen, wenn ich meine eigenen DNS-Systeme betreibe und gucke, wo kommt die Anfrage denn ungefähr her. Und so kommen Katzenbilder zu euch. Frage gerade, wer macht SSL-Offloading in zum Beispiel so einem Setup? Bei uns macht das tatsächlich der HA-Proxy, aber das kann ich letztlich einstellen. Der HA-Proxy kann das per TCP weiterleiten, das heißt, die komplette Verbindung wird an das Backend weitergeleitet. Oder wenn ich zum Beispiel vorne dicke Bleche hinstelle, vielleicht mit einer HSM-Karte oder irgendeinem anderen Kryptomodul, was ganz viel SSL kann in schnell, macht das vielleicht Sinn, das vorne zu terminieren, wenn ich meinem eigenen Netz im Datacenter vertraue, was ich hoffentlich tun kann. Und dann den ganzen Backend-Web-Servern die SSL-Last nehme, weil das vielleicht irgendwie VMs in einem ESX, Hyper-V, sonst was Cluster oder irgendeiner anderen Cloud on- oder off-premise ist. OpenStack, Kubernetes, you name it. Um die ganzen Buzzwords mal in den Raum zu werfen. Das heißt, mit so einem Setup habe ich auch die Flexibilität, das Thema SSL an einer Stelle abzufackeln und hinten raus mir das Leben einfach zu machen. Genau, ich könnte eine Web-Application-Firewall einbauen und vorne schon mal nach Viren oder irgendwelchen anderen schlimmen Dingen gucken, wenn ich SSL am Load-Balancer aufbreche. Ich könnte zum Beispiel noch ein zweites Layer oder ein drittes Layer einbauen, sei es ein Vanish-Cache oder ähnliches. Also man nehme zum Beispiel Load-Balancer, breche SSL auf oder auch nicht, schiebe noch ein Vanish-Layer dazwischen, was alles mögliche cached, was es cachen kann, habe dann vielleicht noch eine Web-Application-Firewall dahinter und dann kommen meine Webserver. Das kann ich ja noch beliebig um Layer erweitern. Jeweils geanycastet oder wie auch immer. Da kann man sich ja viel vorstellen. Du hast das hier jetzt gebaut, dass die Server quasi selber gucken, ob sie noch laufen. Genau, die Server checken selbst, ob es ihnen gut geht. Genau. Jetzt kann es ja auch sein, dass irgendwie die Netzwerkleitung kaputt geht oder ein Stromausfall wäre bei einem einzelnen Server. Das heißt, der würde sozusagen ausgehen. Also, ne? Dann kriegt er ja nicht mit, dass das selber nicht mehr läuft. Wird dann dieser Eintrag sozusagen. Machen wir das doch mal einfacher. Ach, da liegt noch ein Mikro. Das ist aus. Das ist auch aus. So. Nimm dies. Ja, meine Frage ist folgende. Und zwar ist es jetzt in der Lösung so, dass die Webserver ja selber prüfen, ob sie ausgefallen sind oder ob sie noch laufen. Wenn ich jetzt den Fall habe, dass zum Beispiel der Strom ausfällt oder die Netzwerkleitung rausgezogen wird,
dann ist es zwar jetzt so, dass der ja quasi merkt, dass er noch läuft, aber das kann er ja nicht mehr mitteilen sozusagen, ne? Der kann jetzt nicht mehr viel mitteilen. Genau. Gehen wir gerade mal auf den Router. Oder auch nicht. Läuft das möglicherweise über die Gültigkeit der Routing-Regeln? Oder? An der Stelle bin ich tatsächlich gerade überrascht, dass die Route jetzt schon weg ist, muss ich zugeben. BGP hat relativ lange Hold-Timer. Das heißt, normalerweise, also BGP ist ja eine TCP-Verbindung, normalerweise bleibt die relativ lange stehen. Ich hätte eigentlich erwartet, dass die Routing-Information hier noch drin ist und wir über drei Kisten reden. Ah, der erste ist noch aus, deswegen ist das kaputt. Es ist also noch kaputt. Wundervoll. Den ich gerade rausgerissen habe, müsste die 23 sein. Das heißt, genau ist eigentlich gerade das eingetreten, was du gesagt hast. Hier die oberste Zeile mit 23 am Ende geht noch auf die kaputte Kiste, die ich gerade rausgerissen habe. Das ist tatsächlich ein Problem. Das kann ich lösen, indem ich noch zusätzlich BFD aufsetze, Bidirectional Forwarding Detection zum Beispiel. Das ist ein Protokoll, was genau den Fall abprüfen soll. Das heißt, mein Router könnte sich noch mit den Backends über BFD unterhalten. Hallo, lebst du noch? Das passiert deutlich häufiger als BGP-Updates passieren. Also jetzt gerade habe ich tatsächlich 50% Packet Loss wahrscheinlich. Also wenn einige noch versuchen, auf die IP zuzugreifen, dürften sie gerade im schwarzen Loch landen. Oder? War das der erste? Nö, das war der dritte. Aber das kriege ich tatsächlich durch noch ein Protokoll noch abgefangen. Lass mal das mal noch offen. So. Das war's eigentlich auch schon. Zu den BGP Basics gibt es die Talks vom letzten Jahr, wer sich da nochmal mit beschäftigen möchte. Und ich habe unser Setup in der Uni mal aufgeschrieben. Da war es nicht so eine kleine Kiste, sondern ein großer Nexus. Der kann auch ein bisschen mehr. Das haben wir tatsächlich auch durchautomatisiert, damit man das nicht alles per Hand macht. Die Slides wird es nachher auch im Frapp geben. Das heißt, die Links etc. Könnt ihr euch dann nachher daraus klicken. Ich sehe, Menschen machen Fotos. Zeit haben wir noch genug. Das war's nämlich dann auch schon. Dann erstmal vielen Dank an Max für den Vortrag. Sind denn jetzt noch weitere Fragen? Es wurde ja schon fleißig gefragt, aber da ist noch jemand. Lass das nochmal stehen. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe eine Frage, und zwar benutzen wir Anycast in etwas größerem Einsatzfeld. Und wir haben das Problem mit asynchronen Routen. Also wir haben mehrere Router, die OSPF machen und BGP machen. Und die haben mehrere Wege zu den Backends. Und da ist das Problem, dass wenn ein relativ großes Paket rausgeht, zum Beispiel bei IPv6, kommt dann von irgendwo ein Fragmentation Needed, das schlägt aber auf einer Instanz auf, die diese Session gar nicht kennt und kann das nicht fragmentieren deswegen. Das gleiche ist bei TCP-Sessions, dann kennt halt das Backend, was das dann abkriegt, die TCP-Session nicht und sagt, hier kenne ich nicht, mach nochmal. Gibt es dafür irgendeine Lösung, die du kennst? Das ist tatsächlich relativ schwer, die Dinge, die sich anbieten, wirklich per Anycast umgesetzt zu werden, sind eigentlich sowas wie DNS, klassisch, oder Kerberos, was auch UDP ist, wo ich das Problem üblicherweise nicht habe. Bei langlebigen Sessions wird das tatsächlich ein bisschen komplizierter. Bei DNS hast du, wenn du die Antwort gibst und eine große Antwort hast, hast du das Problem. Wir machen hauptsächlich SIP und da ist so ein Invite ist schon zu groß teilweise für UDP, diese 1500 Bytes. Also fairerweise muss man bei DNS dazu sagen, ja, da kann es passieren, dass das auf TCP umschwenkt, dann habe ich dasselbe Problem. Ja. Das ist tatsächlich ein Makel dieser Lösung. So, gibt es noch weitere Fragen? Max ist die nächsten zwei, also jetzt heute und morgen auch hier. Also wenn euch noch was auffällt, dann könnt ihr ihn euch nochmal greifen. Gut, dann ist jetzt Pause bis 14 Uhr. Wir gehen dann mit der Salted Config weiter. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei Max bedanken für die Präsentation, für das Hands-on.